Psalm 51, der Bußpsalm und ein Heilungsgebet, gesprochen von Jackie. Herr, ich bete diesen Psalm für mich, für meine Familie und Verwandten und für die ganze Welt. Bitte, Herr, höre mein Flehen für uns Menschen auf dieser Erde. O Gott, sei uns gnädig nach deiner Güte. Tilge unsere Übertretungen entsprechend deinem großen Mitgefühl. Wasche uns komplett rein von unserer Schuld und reinige uns von unserer Sünde. Denn wir kennen unsere Übertretungen und unsere Sünde ist allzeit vor uns. Gegen dich allein haben wir gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen, damit du Recht behältst in deinen Worten. Sei deutlich, wenn du richtest. Siehe, in Sündhaftigkeit wurden wir geboren und in Sünde hat uns unsere Mutter empfangen. Siehe, du hast Wahrheit verlangt im Innern und im Verborgenen schenkst du uns Weisheit. Reinige uns mit Hyssop, so werden wir rein. Wasche uns und wir werden weißer sein als Schnee. Lass uns Freude und Wonne vernehmen. Lass die Knochen, die du gebrochen hast, jubeln. Verbirg dein Angesicht vor unseren Sünden und tilge all unsere Missetaten. Erschaffe in uns, o Gott, ein reines Herz und erneuere in uns einen unerschütterlichen Geist. Entferne uns nicht von deiner Gegenwart und nimm deinen Heiligen Geist nicht von uns. Stelle für uns die Freude an deiner Erlösung wieder her und halte uns aufrecht, du edler Geist. Lass uns die Übeltäter deine Wege lehren, damit die Sünder zu dir zurückkehren. Errette uns von der Blutschuld, o Gott, du Gott unserer Erlösung. Lass unsere Zunge laut von deiner Gerechtigkeit singen. O Gott, öffne unsere Lippen, damit unser Mund dich rühmen kann. Denn du wünschst keine Schlachtopfer, sonst würden wir sie dir geben. Du hast keine Freude an Brandopfern. Die Schlachtopfer Gottes sind ein gebrochener Geist. Ein gebrochenes und erschlagenes Herz wirst du, o Gott, nicht verschmähen. Tue Gutes an Zion nach deinem Wohlgefallen. Baue die Mauern von Jerusalem. Dann hättest du Freude an Opfern der Gerechtigkeit. Amen. Das Heilungsgebet der ersten Apostel, das Gebet des Herzens, eine Universalmedizin für alle Übel, offenbart in Himmelsgaben Band 2. Jesus helfe dir, Jesus mache dich gesund, Jesus erhalte dich, Jesus, du ewiger Helfer aller Leidenden, Jesus, du einziger Arzt aller Krankheiten, Jesus, du ewiger König aller Macht und Kraft, Jesus, du ewige Liebe und Erbarmung, hilf diesem oder dieser leidenden Kranken. Dein heiliger Wille geschehe. Amen.
Unser lieber Vater, der du im Himmel wohnst, dein Name werde allzeit und ewig geheiligt. Dein Reich des Lebens, des Lichtes und der Wahrheit, komme zu uns und bleibe bei uns. Dein allein heiliger und gerechtester Wille geschehe auf dieser Erde unter uns Menschen also, wie in deinen Himmeln, unter deinen vollendeten Engeln. Auf dieser Erde aber gib uns das tägliche Brot. Vergib uns unsere Sünden und Schwächen, wie auch wir sie denen allzeit vergeben werden, die gegen uns gesündigt haben. Lasse nicht Versuchungen über uns kommen, denen wir nicht widerstehen könnten, und befreie uns also von allem Übel, in das ein Mensch infolge einer zu mächtigen Versuchung dieser Welt und ihres argen Geistes geraten kann. Denn dein, o Vater im Himmel, ist alle Macht, alle Kraft, alle Stärke und alle Herrlichkeit. Und alle Himmel sind voll derselben, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Dieses Gebet des Herzens vermag auch in die Ferne zu wirken, indem man die Hände segnend nach dem Orte hin ausbreitet, wo der Kranke sich befindet. Der Friede des Herrn sei mit dir.